Ja, wie ist es eigentlich, wenn man sich einfach neues Equipment kauft und dann irgendwie nicht damit klarkommt? Und darum geht es heute in diesem Video, beziehungsweise am Rande geht es darum in diesem Video. Wie fing das Ganze an? Ja, also immer mal wieder finden wir natürlich super coole Locations und denken uns so, wow, da müssen wir unbedingt mal Bilder machen. Und dann hatte mir Michelle von dem Rosengarten in Baden-Baden erzählt, es ist so schön und es passt auch perfekt zum 85mm Objektiv. Einfach von der Brennweite her, vom Look her, würde so ein Rosengarten-Setting perfekt passen und natürlich auch zu Michelle ihrem Style. In der Zwischenzeit hatte ich aber auf diversen Internetseiten so abgefahrene Glasfilter entdeckt, die man vor seine Kamera schrauben kann, und habe mich dann ausgestattet mit ganz vielen, die alle vorne auf mein 85mm Objektiv passen. Und ich dachte so, ja cool, mache mal nebenbei noch ganz schnell ein Video, habe natürlich auch mein Mikrofon vergessen und halte die Dinger vor die Kamera und zack, zack, los geht's. Ihr seht hier in dem Video auch einige von den Fotos, die davon rausgekommen sind oder die da rausgekommen sind. Aber ich muss sagen, ich war nicht ganz zufrieden mit dem Look, weil irgendwie sah das alles zu verschwommen aus. Ich habe nicht verstanden, warum das nicht funktioniert. Dann habe ich halt die immer so leicht vorne dran gehalten und es sah schon irgendwie cool aus. Also ihr seht es auch im Video, es sieht cool aus. Die Videoaufnahmen, die ich gemacht habe, wenn ich das Ding vorne dran habe, sind viel besser als die Fotos. Der Grund ist, dass das Video eine Autoblendenzahl hat und dementsprechend ist die Blende natürlich weiter zu als bei meinem immer offenblendigen 85mm 1.2 Blende, und deshalb hatte ich einen anderen Look. Der Look vom Video hat mir aber viel besser gefallen und ich habe aber ewig gebraucht, um zu raffen, warum das denn so ist. Dabei ist es ja super naheliegend. Und dann habe ich gedacht, okay, stelle ich die Blendenzahl ein auf irgendwie 3 oder so und drücke ab, aber dann sehe ich durch den Sucher ein Bild, was mir nicht gefällt. Und dachte ich, hä, wie kann das sein? Ich verändere die Blendenzahl, aber das Bild im Sucher sieht immer noch gleich aus. Da ich praktisch immer, außer bei Videos, mit offenblendigen Objektiven arbeite, also volle Rotze, immer 1.2 beim 85mm, hatte ich irgendwie vor Monaten mal mit jemand gesprochen über diesen Abblendknopf. Und ich sag noch so, hä, wer braucht denn den? Ich fotografiere ja sowieso immer offenblendig. Und habe darüber dann auch nicht mehr weiter nachgedacht. Aber es gibt an den Kameras gibt's einen Abblendknopf. Und was macht dieser Abblendknopf? Bei den meisten Kameras kann man im Display oder im Sucher nicht den Look sehen von einer geschlossenen Blende, sondern nur von der offenen. Und das liegt daran, dass das dann eben erst kurz vor der Aufnahme geschlossen wird, die Blende. Und dann könnte ich aber im Sucher gegebenenfalls nicht mehr richtig sehen, was ich da fotografiere, weil es zu dunkel werden würde. Zumindest habe ich das nachgelesen. Verbessert mich, wenn ich es falsch verstanden habe. Aber was das natürlich dazu führt, dass ich dann in meinem Sucher nicht sehen kann, wie mein finales Bild aussieht, das habe ich ewig nicht gerafft. Und dann habe ich aber im Video versucht, dann hat es funktioniert. Ganz verwirrte Sache. Auf jeden Fall, mit dem Abblendknopf könnt ihr dann genau sehen, wie das Bild dann wirklich aussieht, wenn ihr da durchguckt. Und dafür ist dieser Knopf wirklich ausgezeichnet gut. Und den braucht man auch, wenn man eben nicht immer mit ganz offener Blende fotografiert. Ja, Ende vom Lied. Ich muss diese ganzen Filter auf jeden Fall nochmal neu probieren. Deshalb sind die auch nur so ein bisschen eine Randgestaltung von diesem Video geworden. Und ja, man lernt immer was Neues. Und ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video machen, wo ich dann genau jeden Filter vorstelle und sage so, hey, so sieht der Filter aus, so sieht das Bild aus, was man damit machen kann. Aber an der Stelle, ja, es war eigentlich einfach ein abenteuerlicher Abend in Baden-Baden und es hat Spaß gemacht. Und ja. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen oder Zuhören und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ja, nochmal ganz kurze Informationen aus dem Schnitt. Was ich natürlich sagen muss, denn die Bilder sind brutal krass geworden. Also ich finde, Michelle hat es mega geil gemacht, das Licht war mega gut, das Objektiv hat natürlich wie immer performt. Also mit den Bildern bin ich im Nachhinein super happy. Aber nicht mit meiner eigenen Handhabe von der Technik. Aber natürlich, Michelle, mega, mega geil. Und ja, schaut euch auf Michelles Instagram unbedingt die Bilder an. Die sind einfach nur geil. Das wollte ich nur kurz anmerken. Gut, bis dann. Tschüss. Gut, also das war's mit dem Video. Ich gebe den Dingern so eine 2, weil ich noch üben muss. Aber Michelle gebe ich eine 1, wie immer. Ja. Gülay-chan auch. Danke fürs Drehen. Und wir müssen noch was ganz Wichtiges tun. Und zwar, wir müssen noch meine Oma grüßen. Also Oma, falls du gerade zuschaust, liebe Grüße an dich aus Baden-Baden. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Danke, Michelle, fürs Mitmachen. Danke, Gülay-chan, fürs Filmen. Bis dann. Tschüss.